Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen DM-Haul für euch. Ich habe teilweise Produkte nachgekauft, somit kann ich euch ein bisschen was drüber sagen, habe aber auch neue Sachen und einen kleinen Teil werde ich jetzt aufheben, denn es hat sich so ergeben, dass ich bald wieder meine liebste Lieblingssteffi treffen werde und wir uns überlegt haben, einen gemeinsamen DM-Haul abzudrehen, worüber ich mich riesig freue, wirklich riesig. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video durch, damit es nicht zu lange wird, mit einem Produkt, ja, mit dem mich auch mal wieder die liebe Steffi angefixt hat. Und zwar von Balea Softöl Balsam Intensivpflege. Ich liebe dieses Produkt wirklich. Es ist vom Preis her total super. Die Pflege stimmt, der Duft stimmt und ich liebe das einfach, nach dem Duschen mich damit einzucremen. Ich habe das in doppelter Ausführung, denn ich wollte das eigentlich der lieben Gamse noch schenken. Ich hatte mit ihr ja vor kurzem ein Tauschpaket, eine DM-Haul-Challenge und da hatten wir verschiedene Fragen, zu denen wir dann was gekauft haben, eben im DM und uns gegenseitig zugeschickt haben. Und das eine Thema war eben Pflege. Dann habe ich mir aber überlegt, nein, ich möchte lieber was anderes, das noch nicht so viele kennen. Und zwar habe ich das schon jahrelang wirklich in Verwendung. Ich habe das dann eine Zeit lang aber wieder ja, nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Dann wollte ich es wieder kaufen, habe es nicht gefunden, denn DM hat das Regal geändert und es ist jetzt ganz, ganz weit unten. Und zwar spreche ich von diesem Gesichtsöl. Es ist von Diaderma, ein Karottenöl. Und ich liebe es. Wirklich früh morgens, wenn ich mein Gesicht gereinigt habe, ein paar Tropfen vorne auf die Fingerspitzen und das Ganze dann im Gesicht verteilt. Es zaubert einen unglaublichen Glow ins Gesicht. Die Gesichtsfarbe, die ändert sich so ein bisschen. Also falls ihr ein helles Häutchen seid, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja, auch der Gamse habe ich das geschrieben, denn die ist um einiges heller als ich und sie hat sich aber total gefreut, denn sie kannte das Produkt nicht und darum ging es ja in dieser DM-Haul-Challenge bzw. in diesem Tauschpaket, dass man einfach zu Produkten kommt, die man so nicht gekauft hätte oder noch gar nicht kannte. Wenn ihr das Video noch nicht geschaut habt, würde ich mich total freuen, ich verlinke es euch mal unten in die Infobox, schaut da unbedingt mal rein. Die Gamse hat sich wahnsinnig viel Mühe mit meinem Paket gegeben und ich habe mir natürlich auch viel Mühe gegeben, also wie gesagt, schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ja, dann habe ich mir wieder nachgekauft von Sacrotan diese Desinfektionstücher. Die habe ich wirklich immer in der Handtasche. Ich habe schon auch Gel dabei, gerade für die Kinder, für die Hände, wenn wir irgendwo unterwegs sind, ne? Wenn ja in großen Städten, S-Bahn, U-Bahn, was auch immer, aber auch hier so unterwegs. Wir haben keine U-Bahn und auch keine S-Bahn. Ja, es ist immer schön, wenn man eben so Desinfektionsgel dabei hat. Diese Tücher, die habe ich aber eigentlich für mein Handy dabei. Und ich finde das so, so wichtig, denn mein Handy, das lege ich ständig irgendwo ab und irgendwie habe ich das mal so beobachtet und dachte mir so, oh mein Gott, und das Handy hältst du dann wieder so an dein Gesicht, wie eklig ist das denn? Und deswegen wische ich das regelmäßig, wirklich regelmäßig mit diesen Tüchern hier ab. Ich habe dann aber auch von Evelyn diese feuchte Waschlappen noch mitgenommen und zwar ist es so, dass wenn ich mich hier an meinen Schminktisch setze und mich schminke, kein Waschbecken in der Nähe habe und dann doch meist Foundation irgendwie so ein bisschen an den Fingern habe und ja, mich das nervt, wenn ich da ständig ins Bad rennen muss. Deswegen habe ich erstmal diese feuchte Waschlappen, mache mir meine Hände sauber und nach dem Schminken gehe ich dann natürlich ins Bad und ja, wasche mir natürlich meine Hände ab. Genau, deswegen habe ich die mitgenommen, diese feuchte Waschlappen. Dann habe ich mir total unspektakulär mitgenommen eine Zahnbürste. Und zwar wird es bald wieder für mich auf ein Event gehen, worüber ich mich total freue. Und das ist mit Übernachtung und da möchte ich nicht meine elektrische Zahnbürste mitnehmen. Und deshalb kaufe ich mir immer solche. Genau, also einfach total unspektakulär, wie gesagt. Dann habe ich mir mitgenommen von Evelyn diese Augenbrauenformer. Und da wollte ich mal fragen, ob ihr vielleicht einen Tipp für mich habt, denn ich mag die überhaupt nicht. Das ist so ein absolutes Alternativprodukt. Ich bin irgendwie noch auf kein anderes Produkt gekommen. Ich mag die nicht, ne? Die sind zwar vom Preis her in Ordnung, die kosten nicht viel, aber die werden bei mir super schnell stumpf. Also falls ihr irgendwas Tolles habt, dann schreibt mir das bitte jetzt sofort unten in die Kommentare. Ich würde mich da total freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen würden. Echt, ich bin so genervt von den Teilen. Aber ja, ich muss es mir halt immer wieder nachkaufen. So, dann habe ich mir nachgekauft, yeah, meine liebste Lieblingsmascara von L'Oreal. Und zwar meine False Lash Superstar Mascara. Die hat ja zwei Phasen. Ihr habt erstmal eine Base. Genau, die sieht so aus. Die ist weiß.
Die trage ich mir erstmal auf meine Wimpern, lasse das ganz, ganz leicht antrocknen und dann gehe ich eben mit der Mascara drüber. Ich liebe diese Mascara. Jeder, der mir schon länger folgt, weiß das auch. Ich finde einfach das Bürstchen richtig genial. Sie trennt meine Wimpern, sie verlängert sie. Vor allen Dingen diese Farbe, die ist so intensiv schwarz. Ich liebe die einfach total. Ich weiß, die ist nicht ganz günstig, aber eine Investition wert. Also ja, wie gesagt, ich kaufe mir die immer wieder nach. Aber ich habe auch eine Mascara zugeschickt bekommen von L'Oreal, und zwar diese Mega Volume Miss Hippie. Und in meinem letzten Video, mein L'Oreal One Brand, habe ich die das erste Mal getestet, ein First Impression sozusagen. Ich hätte mir die nicht gekauft, wenn ich bei DM gewesen wäre, wegen dem Bürstchen, weil ich mir gedacht habe, boah, nee, mit so einem Bürstchen kommst du überhaupt nicht zurecht, das ist so, so dick. Und man merkt auch, dass ganz viel Produkt quasi mit rauskommt, also die ist voll getränkt, vorne dieses Köpfchen, dieses Bürstchen, dass ich mir gedacht habe, boah, nee, das verklebt ja alles. Aber als ich sie mir aufgetragen habe, war ich echt begeistert. Also ihr habt jetzt keine getrennte Wimpern, sondern ja, es entsteht einfach ein anderer Look. Und ja, es soll einfach so ein Festival-Look, so ein Bohemian-Style daraus werden, wie ihr jetzt hier sehen könnt an dem Foto. Und ja, ich bin echt total begeistert und auch froh, dass ich sie zugeschickt bekommen habe, denn ich hätte sie mir nicht gekauft, also wirklich nicht, eben wegen dem Bürstchen, ne? Ja, also da bin ich auch ganz, ganz froh, dass ich sie testen durfte. Dann habe ich mir ein Produkt gekauft, beziehungsweise nachgekauft, was jetzt nichts mit Beauty zu tun hat und vielleicht ein bisschen eklig ist, und zwar ein Mottengel. Nein, wir haben keine Motten. Und zwar wahrscheinlich, weil ich ständig irgendwelches Zeug in unsere Schränke packe. Von Lavendel, Säckchen bis eben so ein Gel. Ich habe da so, so Angst vor diesen Viechern. Ich finde die so, so eklig. Und ja, das riecht total gut. Habe ich in den Kleiderschränken von meinen Kindern, eben in meinem Kleiderschrank, und werde ich mir immer wieder nachkaufen. So, dann habe ich... machen wir mal mit Nicht-Beauty weiter. Bulgur gekauft beim DM. Und den werde ich mir auch nicht nachkaufen. Ich konnte jetzt nicht abwarten, ich musste den kochen. Ich zeige euch deshalb nur die Verpackung. Also ich kaufe meinen Bulgur immer beim Real. Ich kaufe da ganz viele Packungen, die waren leider leer. Das ist mit Abstand der beste Bulgur, den es gibt. Und ich wollte halt jetzt wieder Bulgursalat machen, habe den bei DM mitgenommen, weil ich nicht zu Real gekommen bin. Und nein, den werde ich nicht wieder nachkaufen. So, dann habe ich dieses Produkt hier von Garnier zum Testen bekommen, und zwar wahre Schätze für Kinder. Der Lissandro liebt es total, das duftet so, so gut und er hat so schöne Haare danach, sodass ich das dann auch mal testen musste. Und ich muss sagen, die Haare waren echt total schön geschmeidig und haben gut gerochen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, dem Lissandro gefällt es auch. Und ja, deshalb wollte ich es euch mal kurz zeigen. Dann wisst ihr ja, dass ich nicht jeder LE nachjage, aber ich war vorm P2-Regal gestanden und irgendwie hat mich das Produkt angesprochen, einfach weil es so schön aussieht. Und ja, es ist ein wunderschöner Bronzer, der eben mit ganz, ganz viel, ja, Glitzer sozusagen verziert ist. Als ich ihn gesehen habe, hat er mir eben sehr, sehr gut gefallen, deshalb durfte er mit. Und ja, ich werde euch da auf jeden Fall weiterhin berichten, wie er denn so ist. Ich habe ihn nämlich jetzt erst zweimal aufgetragen, aber im Sommer wollen wir ja alle, dass unsere Haut so schön aussieht und ja, von der Sonne geküsst sozusagen. Und deshalb musste dieses Produkt mit. Dann habe ich noch zwei Sachen von Astor zugeschickt bekommen, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Und zwar, zum einen wisst ihr ja, dass ich eine absolute Nagellack-Queen bin. Hier diese fünf Farben in diesen wunderschönen Pastelltönen darf ich für euch testen. Und ich habe den mal aufgetragen, damit ihr das sehen könnt. Die Farben, die sind wirklich ganz, ganz toll. Vorne der Pinsel zum Auftrag ist wirklich auch wunderbar, damit kommt man super zurecht. Eine Schicht habe ich aufgetragen, einfach für den Frühling bzw. jetzt für den Sommer. Ganz, ganz tolle Farben. Ich habe jetzt hier heute auch diesen hier drauf, und zwar ist es die 607 Hack Someone. Das ist so ein ganz, ganz leichter Fliederton, vielleicht könnt ihr das erkennen, also gar nicht so aufdringlich. Eben ein schöner Pastellton, wie gesagt, der hier, die 613 Shop Till You Drop, der ist ein bisschen auffälliger und wenn man schön gebräunt ist, einfach sagenhaft. Die 45 Sekunden, also das kann ich nicht bestätigen, weil hier steht drauf, dass die quasi in 45 Sekunden trocken sind, die Nägel. Also das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber mein Gott, da muss man halt ein bisschen länger drauf warten. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu einem Paket, das mir eben auch, wie gesagt, von Astor zugeschickt wurde. Oh mein Gott, ich bin im Kreis gesprungen, als ich es ausgepackt habe. So was Schönes habe ich wirklich selten gesehen. Also bitte sagt mir mal, wie ihr die Verpackung findet. Oh mein Gott,
Der absolute Wahnsinn. Ihr wisst ja, dass ich die Lip Color Butters eh schon liebe. Ich habe ja einige, verwende die auch regelmäßig. Aber sowas hier ist mir noch nie präsentiert worden. Also ich war echt total baff. Und das Beste war, ich habe dann Steffis Snaps angeschaut und habe dann erstmal gemerkt, dass hier unten auch noch eine kleine Schublade ist. Moment. So, die man so rauszieht. Das hatte ich nämlich gar nicht gesehen. Und dann habe ich eben noch mehr Farben. Es sind verschiedene Finishes. Heißt das so? Finishes? Oder Finish? Ja, Finishes, ne? Wahrscheinlich die Mehrzahl, keine Ahnung. Deutsche Sprache, schwere Sprache und Englisch erst recht. ihr wisst, was ich meine. Falls ihr dazu ein kleines Video sehen wollt, dann sagt mir bitte sehr, sehr gerne Bescheid. Ich würde euch da eine kleine Swatch-Party draus machen. Ich würde euch zeigen, wie das bei mir auf den Lippen aussieht. Ich liebe sie. Also ich liebe diese Box und oh mein Gott, die ist so, so schön. Danke, liebes Astor-Team, auch wenn ihr dieses Video wahrscheinlich nie sehen werdet. Ja, von Herzen wirklich danke. Ich freue mich total, dass ich sie testen darf. So, den Teil hier, den lasse ich wie gesagt auf der Seite, damit ich das dann einpacken kann, wenn ich zur Steffi fahre. Oh mein Gott, ich freue mich total. Ich beende jetzt mal hier dieses Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Fragen zu den Produkten habt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Sagt mir mal, was ihr da verwendet. Ich würde mich jetzt total freuen, wenn ihr bei meinen letzten Videos mal vorbeischaut. Und zwar habe ich ja zum einen, wie gesagt, das Tauschpaket, die DM Haul Challenge zusammen mit der lieben Gamse. Dann habe ich noch mein L'Oreal One Brand Video. Da würde ich mich auch total freuen, wenn ihr da mal reinklickt. Und ich habe noch, oh mein Gott, mein Astor-Video. Da durfte ich ja nach London fliegen und die liebe Heidi Klum treffen. Ich würde euch da am liebsten echt noch so viel drüber erzählen. Ich habe euch da ein paar Eindrücke eingesammelt und abgefilmt, aber es war so ein wahnsinniges Erlebnis, wirklich. Also die Heidi Klum, die war total nett, die war sympathisch, die hat mit uns gegessen, die war einfach richtig Bombe. Und es war so, so toll, sie wirklich mal persönlich kennenzulernen, mit ihr Fotos zu machen. Und ja, also da würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr da mal reinschaut in das Video. Ansonsten könnt ihr meinen Kanal natürlich kostenlos abonnieren. Da würdet ihr keine Videos mehr verpassen. Einfach auf den Button klicken. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir auf Snapchat folgt. Oh mein Gott, Snapchat ist so, so lustig. Und Instagram natürlich auch. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Lasst es euch wirklich gut gehen. Genießt die Sonne oder den Abend, je nachdem, wann ihr eben das Video schaut. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.